Hallo, ich wollte euch heute mal meine Fashion-Sachen zeigen, die ich ja in letzter Zeit gekauft habe. Nicht alles auf einmal, sondern in einem längeren Zeitraum. Und zwar habe ich die alle in so einer Kiste hier. Ich versuche mal, ja, irgendwie da eine Ordnung oder irgendwie versuchen durchzusteigen. Als erstes habe ich hier jetzt gegriffen meine neue Leggings. Die habe ich von Only. Die habe ich jetzt... Wann habe ich die gekauft? Vor einer Woche oder so. Ist halt so eine Galaxy Leggings, wie man ja halt so kennt. Finde ich ganz cool. Hat gekostet, glaube ich, 12,95 oder so. Sitzt super, super. Also vom Tragekomfort echt cool. Bei mir ist oft so, dass meine Beine zu dünn sind. Und wenn ich Leggings oder so kaufe, dass die manchmal dann noch zu weit sind am Bein. Und das finde ich total ätzend. Und das ist bei der absolut gar nicht. Sie ist echt schön eng, wie ich sie mag. Und ja, echt cool. Einmal die. Dann habe ich mir... Ich war ewig auf der Suche nach so einem olivfarbenen Parker, der halt nicht dünn ist. Und also eigentlich jetzt für den Winter. Und ich habe überall geguckt, das ganze Internet durchgeforstet und bin dann auf Esprit gestoßen. Und dort habe ich einen gefunden. Ups. So, das wäre der hier. So schaut er aus. Richtig bequem. Hat innen halt so ein Fütterchen, was man dann halt rausknöpfen kann, um dann Frühling übergangsmäßig dann die Jacke, ja, anders zu benutzen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich... Nee, hat nicht geklappt. Ja, Linus, lass den Lippballen da unten liegen. Pfui. Und dann kommen wir jetzt zu Pullover. H&M habe ich mir aus der Basic-Abteilung so einen schwarzen Feinstrick Pullover gekauft. Ja, sehr. Hallo! Nicht auf die Jacke legen! Geh mal! Oh, Dicker! Oh. Wollen die sich auf die Klamotten legen? Ja, den habe ich mir gekauft. In schwarz natürlich. Ich bin ja ein Schwarz-Fan. Den. Wo packe ich hier die Sachen hin? Zwischen die Beine klemmen. Dann den ich jetzt anhabe, das ist auch die Violet Pullover in so einem Sweatshirt-Stoff. Und ich liebe diesen Pullover und ich habe mir den dreimal gekauft, weil A, geht er aus dem Sortiment, B, ist er überall weg und C, weil er so bequem ist und ich gerne Backups haben wollte, habe ich mir den gekauft. Also der ist halt so, ich habe ihn jetzt hochgekrempelt mit so einem Bündchen und ein bisschen lockerer. Länger und halt total bequem. Also den habe ich mir dreimal gekauft und bin dadurch, also deswegen durch halb Hannover geirrt. Dann habe ich mir noch einen gekauft online, so einen gestrickten. Da habe ich die Größe 38 genommen, weil ich wollte den so ein bisschen schlabbriger haben. So schwarz-grau meliert. Auch ganz cool. Und der Akku blinkt. Dann, das habe ich auch schon länger, das habe ich auch schon mal in einem Video angehabt. Und zwar ist das so ein Tarnmusterhemd. Das habe ich von Only mal gekauft. Und das ist auch super bequem. Das ist halt nicht so, die meisten Jeanshemden und so sind ja so figurbetont geschnitten. Und das ist so ein bisschen lockerer und das finde ich ganz cool. Ja, hat halt so Perlmuttknöpfchen. Und ja, das trage ich auch sehr gerne. So. Und der nächste Pullover ist, ihr kennt ja meine Liebe zu 11 Parrots. Ich habe ja schon drei T-Shirts mit Karl Lagerfeld, Steve Urkel und Mona Lisa. Und ich wollte halt immer gerne noch einen Pullover haben. Und jetzt habe ich mir einen gekauft mit Kate Moss. Ja, das ist so ein Kapuzen-Hoodie. Die gibt es nur für Männer. Und deswegen habe ich die Größe S genommen, aber das ist ja egal. Ja, die Kate Moos. Die Kate. Ja, sehr cool.
Den habe ich mir gekauft. Ich ratter das jetzt so runter wegen dem blinkenden Akku. Und dann habe ich mir nochmal einen Basic Pulli geholt, so für zu Hause oder so von H&M in Grau. Auch so ein bisschen schlabbriger, ganz, ganz bequem. Ja, liebe ich sehr. Die beiden gehen hier wieder ab. Jetzt packe ich mal alles schnell wieder hier rein. Das waren jetzt die Klamotten. Und jetzt kommt mein Highlight. Ich habe neue Schuhe. Ist nicht jedermanns Sache, nicht jedermanns Geschmack, aber ich habe mich so verliebt und die waren ein super, super, super Schnäppchen. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Steffi. Steffi ist eine ganz liebe Twitter-Followerin und auf Instagram. Und bei ihr habe ich die Schuhe gesehen und so, oh, ich muss die haben. Kannst du mir die besorgen? Und so geschrieben, ja klar, kann ich. Und die Rede ist von... Sind die cool oder sind die cool? Ich habe mich so verliebt. Und die waren von 110 Euro auf 45 Euro runtergesetzt. Und dann muss man die doch nehmen, oder? Das ist jetzt Schuhgröße 36,5. Und ich habe sie jetzt schon ganz oft angehabt, obwohl ich die erst fast eine Woche habe. Ach, wir lieben uns. Und ich werde auch oft darauf angesprochen. Ja, also das sind meine neuen Babys und wir beide, wir lieben uns, auch wenn die Geschmäcker da verschieden sind, aber ich mag sie. Ja. So, jetzt habe ich das schnell runtergerattert, weil wie gesagt, der Akku blinkt und gleich seid ihr weg. Und deswegen sage ich jetzt schon mal schnell tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.